Recht herzlich willkommen zur neunten Folge von Simotrans mit dem Pack 128 German. Letztes Mal waren wir hier und da fuhr ein Zug vorbei und haben wir geguckt, wie der abliefert. Und der ist schon weitergefahren. Der muss ja schon was unten beim Schrottplatz angekommen sein, oder? Nee, da ist es noch weitergefahren. Oh, falsche Taste, wie immer, ne? Kennen wir schon. Wo ist denn der Zug geblieben dann, bitteschön? Ich da was verpasst, habe ich so lange laufen lassen und nicht gemerkt. Naja, okay. Oder vorher schon abgespeichert? Nee. Also der kommt daher, der hat wieder 66 Tonnen geladen. Und dann 12 Tonnen Stück guter Maschinen. Okay, das geht hier zum Baumarkt, dann funktioniert das schon mal, das ist cool. Das macht wieder ein Plus. Und der fährt mit der Kohle jetzt weiter. Ja, was schön wäre, wir brauchen mehr Schrott. Einfach, ich muss es nicht auf diesen Ziffernfeld mit der 5 probieren. Da haben wir nämlich immer das Gleiche. Ja, hier fehlt der Schrott definitiv. Und das liegt daran, dass wir hier keinen hinkriegen, weil der schon immer an das andere Werk läuft. Ne? Hier wird auch nichts zwischengelagert sein, oder? Doch, sind sogar. 770 Tonnen Schrott ist da. Also sollte eigentlich funktionieren. Kommt der Zug hier zu selten vorbei, oder was? Siloware hat er auch mit. Zur Maschinenfabrik. Na, der rentiert sich doch der Zug gleich, oder? So, gucken wir, der hält jetzt hier an, ne? Hat das alles in Laden. Also alles super. Holt dann Kohle von da hinten. Gut. Jetzt haben wir hier zwei Städte und eine Fabrik. Die hat auch ein paar Arbeiter, die Fabrik. Wir könnten rein theoretisch hier eine Verbindung aufbauen für Fahrgäste, ne? Ja, Fahrgäste, genau. Der Baumarkt eigentlich auch. Ja, der hat auch Kunden. Radexen und Altenau, ja. Auf der Zeche arbeiten nicht so viele, okay. Müssen wir mal überlegen, was wir da noch machen wollen. Ach, hier unten ist ja noch ein Werk. Das haben wir noch gar nicht angeschlossen. Gucken wir doch mal, was das ist. Chemiefabrik ist das, ne? Genau. Verbraucht Öl. Kriegt Öl vom Ölfeld, was ja bei uns auch angeschlossen ist. Und wo geht das Öl von hier aus hin? Das ist ja dann die nächste Frage, ne? Zur Raffinerie und Chemie. Okay. Raffinerie ist angeschlossen. Chemiewerk würde also auch gehen. Gut, liegt alles auf dem Weg. Bräuchte man eigentlich nur einen Bahnhof hinbauen? Und zwar, ja, siehst du, ist drin. 1, 2, 3, 4, 5er wieder, ne? Gut. Und dann müssten die Züge nur dahin transportieren das Öl. Wir haben da eine Ausweiche gebaut und da eine. Also das müsste rein theoretisch funktionieren, dass der Zug von dort hinten, der Ölzug, von hinten auch hinfahren kann, oder? Der ist ja jetzt auch hier, schön im Bahnhof wartend. Weil die andere Stelle ist nämlich voll. Gut, das würde bedeuten, wir ändern mal gerade den Fahrplan von diesem Zug. Das wäre die Öllinie. Linie ändern. Das müssten wir... Redeburg Öl fährt dahin. Das ist klar. Nochmal hinzufügen. Und dann da oben ins Chemiewerk. Wo ist es jetzt? Ein bisschen links war es, glaube ich, ne? Da. Jetzt ist die Frage, ne, mit den 100%, aber da kann er immer 100% laden. Genau. So, jetzt müssen wir gucken. Der müsste jetzt eigentlich gleich... Ja, okay, dann nicht überkriegen. Einfach aus dem Grunde, weil hier muss es noch jemanden geben, der weiterfährt, ne? Chemikalien, Produktion, Chemikalien, Druckfarben und Lackfarben.
Baustoffhändler, der wäre da. Ja, da müssen wir gerade gucken, wie würde er das transportieren als Stückgut? Wahrscheinlich alles, ne? Oder? Paletten, 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 genau. Das bedeutet, hier müsste noch ein Palettenzug irgendwie hin. Jetzt wird es nämlich dann schwierig, ne? Warte mal, da können wir aber einen Zug. Der hier vorbeikommt, die Maschinenteile hat. Aber das sind schon genug Paletten mit den Maschinen. Das würde dann schon funktionieren. Nee, das geht dann also nicht. Schwierig wird's. Einen ganzen Zug dafür einsetzen. Ich denke, wir sollten die Kohle von da nach da fahren und die Paletten von da nach da auch. Da müssten wir jetzt mal, das ein reiner Kohlezug hier momentan, ne, oder? Der hat nur Schüttgut da dran. Der fährt zum Kohlekraftwerk, okay. Wie, welcher Zug ist das, bitteschön? Also das ist schon mal eine tote Linie wieder, die können wir löschen. Da ist ein Mixzug, den gibt es aber auch nicht. Linie löschen. Maschine, Stahl und Schrott. Was transportiert der denn? Ein Stück Gut kann er auch transportieren. Dann müssten wir den eigentlich ändern. Aber wenn ich den ändere, nee, das bringt mir nichts. Dann stapeln sich auch noch die Maschinenteile da. Hat der Stückgut? Das ist der. Schüttgut, Stahl und Siloware lose. Nee, hat der auch nicht. Und Kohleerz ist klar. Nee, bedeutet, ich bräuchte einen neuen Zug dafür. Holen wir eine Lok raus. Hier gibt es schon ein paar andere, ne? V188 erste Version. 1,88, aber die ist mit 1,3 immer noch am günstigsten, ne? Tender war nicht, das wäre 1,4 sogar hier. Hat 855, da ist der PS-mäßig stärker. Die kann auch rückwärts noch. 1,49, 2,6. Die Elektro. Aber da müssen wir ja, aber warte mal. Stromabnehmer oben. Akkumulator. Ach, das war noch eine, die gleichzeitig mit Akku auch fährt, ne? Ah, für den Rangierbetrieb war das gedacht mit dem Akku. Die würde rein theoretisch also auch ohne Strom fahren. Ohne Oberleitung. 1,10 fährt 80, hat 1100 kW. Die ist ein bisschen teuer und hat 30 kW mehr dann. Nee, das bringt es ja dann nicht. Dann lass uns die nehmen. Und was packen wir da dran? Eigentlich nur Stückgut. Machen wir hier mit Lackfarben. Das wäre. So, fangen wir vorne an. 12 Paletten. Das ist zu teuer. 12 mit 78 Cent. 78 Cent. 78 Cent. 91 Cent. Und über 14 Paletten, okay. 20 Paletten. Ja.
Da müsste man jetzt ausrechnen, wie viel eine Palette ist, ne? 1,31 sind irgendwas bei 65 dann, ne? 65. Wahrscheinlich ist sogar das dann das günstigste. Die 10 km/h schneller. Tieflader, Flachwagen. Der ist mit 91 Cent und 14 Paletten. Ah, 9 Cent wäre das, ne. Ich glaube, wir überlegen da viel zu lange, ne? Die fahren alle 100. Wie schnell fährt die Lok? 80, okay, dann spielt das keine Rolle. Der fährt 80. Der würde auch 80 schaffen bei 20 Paletten, 1,31. Ich weiß nicht, ob der dann auch die Farben und sowas machen kann. Ziehen wir einfach los und fertig. So, Haltlänge ist 5. Das soll erstmal gut sein. Dann gibt es einen Fahrplan. Und der fängt mal hier an, geht nach da, oh, 2, 3, der hat nur 4er Länge, da müssen wir noch was ändern. Fährt dahin und dann fährt er wieder dahin. Das ist eine neue Linie und die nennt sich Stückgut. Lassen wir so. Fertig. Und die hat jetzt wieder keinen anderen Namen gekriegt, ne? Na, dann start es mal. Ändern wir hier den Namen um. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt hat. So, die passt erstmal. Und dann müssen wir hier aber den Bahnhof noch ändern. Die Bahnstrecke hier. Da geht's nicht. Das heißt, wir müssen es hier hinten raus ändern. Gut, so machen wir's. Da weg. Das ist okay so. Und dann noch ein Bahnsteig dazu. Der da. Und dann kann auch alles entladen werden. Wunderbar. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo er ist. Da ist er. Hat auch schon gleich genug Klamotten dabei, wa? Und er hat die ganzen Maschinenteile geladen. Ja, schön unter Plane hier. Sollen auch Plan sein, denke ich mal, ne? Gut, fährt zum Baumarkt. Und der nimmt alles an. Maschinenfabrik und Chemiewerk. Chemiewerk kommt dann erst gleich. Gucken wir gerade zu, wie das da klappt. Müsste jetzt dick ins Positive gehen, ist auch so gewesen. Aber guck mal, den letzten hat er noch nicht mitgenommen, aber der war zum Glück nicht beladen, deswegen passte das noch. Gut, okay. Machen wir gerade schneller, oder? Gucken wir, dass der da hinkommt. Okay, da ist jetzt einer. Ah, der ist da eine Weiche. Okay, Ausweiche. Und der hat jetzt nichts gekriegt. Das liegt daran, dass die noch kein Öl haben. Wo steht der Ölzug? Wo ist der hängen geblieben? Ah, das ist jetzt schlecht. Der steht noch hier unten und wartet auf Öl. Ach so, das ist da unten rechts schon. Der wartet noch auf 5 Liter. Produzieren die hier noch? Der hat noch Öl. Ich lasse den einfach schon mal fahren, sonst hat das keinen Sinn, ne? Da
Dann verfolgen wir den mal gerade und machen mal gerade Geschwindigkeit. Gucken, wo der hinfährt. Noch da. Jetzt hat er 108 Liter. Wartet auf Freistrecke wahrscheinlich. Ja, das wird jetzt ein Problem werden. Warte mal, da müssen wir was umbauen. Da hinten brauchen wir dann eine Ausweiche, damit das klappt. wo bauen wir die hin? Ich glaube, die bauen wir hier hin. Haben wir ein Gleis rausgeholt. So. Signal ist da. Passt. So, jetzt können wir den eigentlich verfolgen. Meinen Augen sollte der jetzt fahren. Macht er auch. Fährt da schön vorbei. Hat 108 Liter getragen, genau. Gepackt. Und lädt das da ab. So, dann sollten die jetzt hier produzieren können, ne? Passiert auch alles. So, wenn das soweit ist, wo steht der? Der steht da. Und wen wartet der jetzt? Der wartet irgendwo auf freie Strecke da. Und der wartet auch auf freie Strecke wahrscheinlich. Aber auf welche freie Strecke dann, ne? Das ist jetzt ein bisschen komisch hier. Gut, dann bedeutet das für mich, dass wir hier definitiv noch eine Ausweiche besser hinzaubern. So, irgendwer fährt jetzt. Ich weiß zwar nicht wer, aber irgendwer hat der obere fährt. Der fährt jetzt nicht, aber ich weiß nicht warum. Da hinten ist keiner dran. Der ist da. Der wartet da. Das ist jetzt komisch. Warum dieser Zug hier oben? Ah, jetzt fährt er doch. Alles klar. Das kam mir jetzt schon ein bisschen komisch vor, ne? So, das ist der, den ich verfolgen wollte. Der kann jetzt auch gleich fahren. Hat er wieder Maschinenteile geholt, okay. Und jetzt holt er dann eigentlich da von der Chemiefabrik das. Und ist fast voll. Gut, das sollte sich dann am Ende vielleicht auch ausgehen, oder? Sieht zwar jetzt gerade in diesem Moment nicht so aus, aber ich glaube schon, dass das auf Dauer werden könnte. Obwohl, nee, der fährt mit dem Maschinenteil zu wenig durch die Gegend. Ja. Der fährt zu wenig an. Gut, das bedeutet, wir müssen irgendwo ein zweites Gleis haben, wo der wartet, bis geladen ist. Kommt mir so vor, als ob die beste Stelle hier wäre, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, dann müssen wir da den Bahnsteig erweitern. 5. Passt. Und dann müsste der da rein. Der Fahrplan muss also geändert werden. Stückgut hieß der. Linie ändern. Chemiewerk hier. Müssen wir einfügen. Diesen. Und löschen müssen wir den. Na super, das hat gut geklappt. Den müssen wir löschen und einfügen müssen wir den dann. Und dort wartet er immer auf 100%. Gut. Jetzt müssen wir gucken, wie der da hinkommt. Jetzt holt er Maschinenteile erst wieder, okay.
und fährt dahin und steht da und wartet auf 100%. Passt. Jetzt müssen wir nur gucken. Ah, das ist schon offen. Kein Öl da, ne? Produziert wird nichts mehr. Aber der hat auch nicht geladen. Komisch. So, was ich jetzt gerade sehe, dass wir gleich wahrscheinlich noch bankrott werden, ne? Da müssen wir auch noch aufpassen. Gut. Warum wird da jetzt nicht geladen? Das ist die Frage. Will der keine Abnehmer hier? Hat der genug da drin oder was? Ne, ist alles leer. Das würde also gehen. Das ist doch alles Stückgut hier. Könnte der alles mitnehmen. Am Bahnhof ist aber nichts eingetragen. Muss man gerade gucken, wo der Ölzug bleibt. Ja, der hat jetzt hier die zweite Runde wahrscheinlich. Na, das ist ja hier der. Und der wartet jetzt hier aufs Öl. Und kriegt keins. Weil das nächste Ziel, was er jetzt hat, ist, ja, dies andere. Das würde bedeuten, wir müssten auf jeden Fall da die 100% rausnehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das Blödsinn. Lass den einmal. So machen. Dann lädt er und dann fährt er. Ja gut, das müssen wir aber bei der nächsten Runde beobachten, wie das mit dem Ölzug hier ist und wie sich das mit der Chemiefabrik da ausgeht dann. Weil hier läuft ja gerade irgendwie nicht so richtig was. Dann müssen wir dann beobachten und dann weiter gucken. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.